Jetzt sind alle in Position und boxen auf zum zweiten Rennen in dem Preis der Porzellanmanufaktur Fürstenberg. An der 2400-Meter-Marke geht es auf die Reise unter der Führung von First Dream. An der Innenseite ist dann auch Coca gleich mit in vorderer Linie mit Simone Martini. First Dream an der Spitze vor Le Frère und Simone Martini. So geht es zum ersten Mal in den Einlauf hinein. Dahinter sieht man dann Coca innen im schwarz-roten Dress vor Flying Anchor. Dahinter folgt dann außen Abendstern mit Fürwahr vor Color Me Blue und dann Sword Catcher und Whitley Bay am Ende des Feldes. So geht es in den, zunächst einmal am Ziel vorbei. Das erste Mal First Dream gemeinsam mit an der Innenseite Simone Martini, die deutlich sich hier Platz verschaffen an der Spitze. Das sind schon etwa 10, 12 Längen. So geht es jetzt bergan weiter. Die Pferde galoppieren am Bündheimer Loch vorbei. Simone Martini mit First Dream außen daneben. Die beiden können sich deutlich lösen vor Le Frère. Dahinter dann Flying Anchor. Dann wiederum drei Längen bis zu Abendstern. So geht es jetzt in die Gegenseite hinein. First Dream jetzt wieder knapp im Vorteil vor Simone Martini. First Dream vor Simone Martini. Dahinter dann der große Abstand bis zu Le Frère mit Flying Anchor. Dahinter sieht man dann Abendstern als Fünften. Dann wieder eine Lücke bis zu Fürwahr mit Sword Catcher. So sind die Pferde jetzt Mitte der Gegenseite und bergab unterwegs. First Dream weiter vorne vor Le Frère, vor Simone Martini, dahinter dann Le Frère in dritter Position vor Flying Anchor. An der Außenseite kann jetzt aber Abendstern deutlich Boden gut machen. Die ersten fünf schließen dichter zusammen. First Dream weiter vorne vor Simone Martini und außen Abendstern drückt jetzt in der dritten Spur aufs Tempo. Abendstern mit First Dream zieht aber wieder an. First Dream vor Abendstern und Simone Martini, dann Le Frère mit Flying Anchor. Color Me Blue ist auf dem Vormarsch und außen dann auch für Wadern, Sword Catcher und Whitley Bay. So sind die Pferde jetzt gleich im Einlauf auf den letzten 400 Metern. First Dream weiter vorne vor Abendstern. Abendstern versucht es jetzt. Abendstern knapp im Vorteil vor First Dream und dahinter dann eine Menge Luft. Abendstern vorne auf den letzten 200 Metern. Abendstern am Übergang und der Abendstern, der wird hier auch als erster über die Ziellinie kommen. Abendstern kann sich jetzt lösen. Abendstern ist hier ganz souveräner Sieger vor First Dream. Dahinter dann für war vor Color Me Blue, dahinter Simone Martini mit Whitley Bay, vor Flying Anchor, dahinter dann Sword Catcher mit Le Frère und dann Coca. First Dream weiter vorne vor Abendstern. Abendstern versucht es jetzt. Abendstern knapp im Vorteil vor First Dream und dahinter dann eine Menge Luft. Abendstern vorne auf den letzten 200 Metern. Abendstern am Übergang und der Abendstern, der wird hier auch als erster über die Ziellinie kommen. Abendstern kann sich jetzt lösen. Abendstern ist hier ganz souveräner Sieger vor First Dream. Dahinter dann Fürwahr vor Color Me Blue, dahinter Simone Martini mit Whitley Bay, vor Flying Anchor, dahinter dann Sword Catcher mit Le Frère und